Die Hände halten sich am Startblock auf Schulterbreite fest und ziehen die Schultern heran, die Kniewinkel bleiben offen. Mit dem Startsignal werden die Hüften schräg aufwärts gestoßen, gleichzeitig schnellen die Arme in Schwimmrichtung vor, der Kopf wird nach hinten geworfen und die Hüfte überstreckt. Mit dem Eintauchen der gestreckten Arme werden Unterschenkel und Füße angehoben. Arme, Kopf, Rumpf und Beine treten so widerstandsarm und auf kleinstmöglicher Fläche in flachem Winkel ins Wasser ein. Kopf und Arme steuern nach dem Eintauchen in die horizontale Lage. Während der Unterwasserphase führt der Schwimmer kurze, schnelle Delfinbeinschläge aus. Mit einem kraftvollen Armzug durchbricht er in flachem Winkel die Wasseroberfläche. Gleichzeitig geht der Delfin in den Rückenkraulbeinschlag über.